Hallo zusammen. Ich habe diesmal ein persönliches Thema. Freude am Erlernen neuer Sprachen. Ich freue mich sehr, dass ich euch eine meiner Leidenschaften vorstellen kann. Vielleicht gilt dieser Satz für einige gar nicht, besonders für diejenigen, die das Lernen einer neuen Fremdsprache als mega stressig empfinden. Aber ich bin ja ein Sprachennerd. Ich finde alle Sprachen sehr interessant, sowohl zahlreiche Fremdsprachen, die ich schon mal gelernt habe, als auch die ich noch nicht kenne. Ich finde sogar meine eigene Muttersprache, Koreanisch, sehr interessant. Der Spaß wird vervielfacht, wenn man unter den Sprachen ein paar random Facts entdeckt. Zum Beispiel, was bedeutet AA? Auf Deutsch ist es eine Art Kindersprache für Gott. Auf Englisch wäre es eine Abkürzung für Alcoholics Anonymous oder Anonyme Alkoholiker. Auf Chinesisch heißt es etwas getrennt zahlen. Hier kann man verstehen, dass ein Satz AA machen auf Deutsch und Chinesisch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Als letzter ist AA auf Koreanisch eine Abkürzung für Iced Americano. Also in Korea kann man nicht AA machen, sondern bestellen. Zuerst möchte ich euch durch meine kurze Geschichte des Fremdsprachenlernens führen. Dazu gehören einige Misserfolge und Erfolge. Danach werde ich euch erzählen, warum es so großartig ist, vielen Sprachen ausgesetzt zu sein. Zum Schluss werde ich euch die Vorteile erklären, mehrere Sprachen zu kennen. Soweit ich mich erinnere, war meine erste Fremdsprache Englisch, wie viele andere Kinder in Südkorea. Zu eurer Information, ich war nicht zweisprachig aufgewachsen und meine Eltern sind bis heute noch einsprachig. Meine Mama hat aber gesehen, dass ich Koreanisch relativ schnell gelernt habe und hat gedacht, warum ihr nicht eine andere Sprache beibringen. Deswegen habe ich mit etwa 5 angefangen, Englisch zu lernen. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich die Aussprache von F und R hörte, die Koreanisch nicht hat. Ich vermute, ich habe die komische Sprache sehr gemocht, bis ich in der Schule eine Menge Klassenkameraden getroffen habe, die in den USA gelebt haben oder sogar geboren wurden. Von einem bestimmten Moment an habe ich das Interesse an Englisch verloren. Allerdings habe ich eine andere gefunden, Altchinesisch. Die chinesische Schrift bzw. das Altchinesisch oder Hanja wird heute nicht mehr verwendet, ist aber ein Basis für Koreanisch, Japanisch, Vietnamesisch und natürlich Chinesisch. Das deutsche Gegenstück dazu wäre Altgriechisch oder Latein. Die bildhaften Formen der chinesischen Schrift haben mein Interesse geweckt. Also habe ich mehrere Zertifikate dafür gemacht und sogar angefangen, Japanisch zu lernen. Damals war ich etwa 10. Japanisch war völlig anders als chinesische Schrift, aber hat mehr Spaß gemacht, weil ich damit Sätze bauen und Bücher lesen konnte. Altchinesisch und Japanisch waren auch Fremdsprachenfächer in meinem Middle School Lehrplan. Und da habe ich einfach ein bisschen mehr gelernt als den Plan. In der Highschool habe ich etwas noch viel Attraktiveres kennengelernt. Spanisch. Um ehrlich zu sein, habe ich es einfach gewählt, weil es mir am exotischsten erschien im Vergleich zu den anderen. Deutsch, Französisch und Chinesisch. Spanisch war in den 3 Schuljahren mein absolutes Lieblingsfach, sodass mir sogar meine Spanischlehrerin empfohlen hat, Spanisch an der Uni zu studieren. Das habe ich nicht gemacht. Mittlerweile entfernte sich Englisch immer mehr von mir. Aber Japanisch war immer noch da, weil es im Lehrplan die 3. Fremdsprache war. Bis jetzt könnt ihr denken, dass es mir sehr leicht gefallen ist, immer mehr Sprachen zu lernen. Oder ihr denkt vielleicht, dass ich nur prahle und sagen möchte, wie smart ich bin.
Aber dann habe ich Schule abgeschlossen und angefangen, auf die Uni zu gehen. Das Universitätsleben in Korea ist ganz anders als das in Deutschland. Das ist der Moment, in dem man wirklich beginnt, sein Gehirn auszuschalten und sich zu besaufen. Ich wurde deshalb ungefähr so wie ein Computer zurückgesetzt. Während der Studienzeit, wenn es um Fremdsprachen geht, fühlte ich mich unterlegen. Ich hatte fast keine Chance, die Sprachen anzuwenden und ich habe kein Auslandssemester gemacht. Ich habe ein Semester Italienisch gelernt, aber es wurde so schnell wieder verflogen. Darüber hinaus habe ich Japanisch und chinesische Schrift fast komplett vergessen. Eigentlich war ich auch mit meinem Leben auf Koreanisch genug beschäftigt. Fast forward, ich habe die Uni abgeschlossen und angefangen zu arbeiten. Die Notwendigkeit der Fremdsprachen kam mir, als ich reisen musste. Ich war die Einzige, die Spanisch konnte, als ich mit meiner Freundin durch Kuba gereist bin. Ich musste Grundkenntnisse in Russisch lernen, als ich geplant habe, allein Russland zu bereisen, damit ich zumindest was lesen könnte. Das hat übrigens sehr viel geholfen. Mit dem Indonesisch habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Nachdem ich meinen Job gekündigt hatte, habe ich in China studiert. Sobald ich dort gelandet bin, habe ich gemerkt, dass ich diese Sprache wirklich lernen muss. Und 2019 ist eine sehr unerwartete Fremdsprache in mein Leben getreten. Deutsch. Zusammenfassend kann ich mich jetzt nur noch auf Koreanisch, Englisch, Spanisch, Chinesisch und Deutsch verständigen. Das bedeutet aber nicht, dass ich diese Sprache beherrsche. Ich meine, ich kann mit diesen Sprachen irgendwie ausdrücken und irgendwas verstehen. Was ich am Sprachenlernen wunderbar finde, ist nicht, wie viele Zertifikate man haben konnte. Ich bin so dankbar, dass die Sprachen, die ich gelernt habe, zu Fenstern für mich würden, um in andere Kulturen zu schauen, die ich nicht kannte. Die Wörter und Ausdrücke in jeder Sprache erzählen mir so viele Geschichten dahinter. Zum Beispiel bedeutet Kohli auf Deutsch Geld, auf Englisch bedeutet Dough, der Teig, dasselbe. In Spanien ist das Wort Pasta, das Material, aus dem früher Geld hergestellt wurde. Und in Lateinamerika ist es Plata, das Silber. In Korea sagt man manchmal Kohlblätter, der grüne 10.000 von Schein, oder Shinsaimdang, die Person auf den 50.000 von Schein. Die Zahl 666 bedeutet in christlichen Kulturkreisen etwas Böses, in China aber bedeutet sie geil oder cool. In Korea bedeutet die Schildkröte die lange Lebensdauer, aber in China ist die Aussprache gleich mit dem Geist, sodass die Leute es nicht mögen. Es macht so viel Spaß, durch ihre Sprachen zu erraten, wie die Menschen in einer bestimmten Kultur oder einer Region über bestimmte Dinge denken. Interessanterweise finde ich oft Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Koreanisch oder Deutsch und Chinesisch. Ich habe das Gefühl, dass ich eine zusätzliche Persönlichkeit und eine weitere Dimension des Lebens erlange, wenn ich eine Sprache lerne. Und es fühlt sich fantastisch an. Jetzt sind wir beim letzten Punkt angelangt. Was ist so gut daran, viele Sprachen zu können? Einerseits kann ich mit mehreren Menschen kommunizieren. Mit diesen fünf Sprachen könnte ich ungefähr mit 1,9 Milliarden bzw. fast ein Viertel der Weltbevölkerung sprechen. Es klingt schon spannend. Andererseits kann ich auch mehr verschiedene Musik, Literatur, Kunst, Geschichte und Humor kennenlernen. Wenn ich mit meinen Freunden zum Karaoke gehe, mögen sie es, wenn ich in mehreren Sprachen singe.
Ich lese Bücher oder schaue YouTube und Netflix, zumindest in 5 Sprachen. Also habe ich immer das Gefühl, dass es draußen immer was Lustiges und Interessantes für mich gibt. Aber das Beste ist, dass ich sehr internationale Freundschaften schließen konnte. Das hat soweit mein Leben sehr bereichert. Zusammenfassend bin ich kein Fan davon, Mehrsprachigkeit blind zu loben oder das zur Schau zu stellen. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht wirklich mehrsprachig bin. Ich wollte euch nur das Sprachenlernen als mein Hobby vorstellen. Ich bin vielleicht ein erworbener Polyglott oder bin versuchen, einer zu sein. Ich bin vielleicht ein Sprachlernen-Evangelist, aber ich möchte euch nicht davon überzeugen, dass ihr mehr Sprachen lernen müsst. Aber wenn jemand von euch so wie ich ist, dann werdet ihr sicher die Freude und den Spaß kennen und mir zustimmen.